Für die Recherche nach Fachinformationen gibt es spezielle, geeignete KI-Tools. ChatGPT kann diese Aufgabe allerdings nicht erledigen. Perplexity hingegen leistet hier gute Dienste. In dem Suchschlitz von perplexity.ai stellen wir unsere spezielle Frage, für die wir sowohl eine erste Antwort benötigen, als auch erste Literaturstellen, mit denen wir weiterarbeiten können. Für Fachinformationen sollten wir hierbei den Filter Academic auswählen. In der kurzen Antwort werden gleich die passenden Stellen zitiert. Ein Klick auf die Zitate führt uns häufig weiter zu Semantic Scholar, eine andere KI-Anwendung. Semantic Scholar gibt uns weitere Informationen darüber, von wem diese Quelle ebenfalls zitiert wurde. Wird ein Artikel in der wissenschaftlichen Community zitiert, spricht das für die Relevanz der Quelle. Die Ergebnisanzeige kann im Nachgang auch weiter angepasst werden. So können die Antworten ausführlicher werden oder bestimmte Quellen aus der Sammlung entfernt werden. Außerdem können wir weitere Fragen basierend auf der ersten stellen. Diese werden teilweise vorgeschlagen oder können freigestellt werden.